Hey, 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 und damit herzlich willkommen zum allerersten Spieltag der VDL Season 2 hier auf meinem Kanal. Ja, heute geht's ran gegen den guten Luca und seine Medio Smasher und wir sind schon hyped drauf, was wir aus diesem Matchup machen, denn wir haben nicht unbedingt das beste Matchup, muss man dazu sagen. Ist an sich alles sehr, sehr schwierig. Die Kombination aus Metagross und Scrafty macht auf jeden Fall viele Dinge mit meinem Kader, viele ungute Dinge mit meinem Kader. Und ob wir aber dennoch irgendwie da durchkommen können, werden wir auf jeden Fall in diesem Kampf sehen. In der Videobeschreibung findet ihr auf jeden Fall wieder mein Team, was wir mit haben. Und ja, genau. Das Matchup gegen Luca, wie gesagt, ist das Schwierigste in der ganzen Gruppe tatsächlich. Also ich muss gegen mein schwierigstes Matchup als erstes ran. Mein Mega Metagross-Channel ist relativ schwierig, finde ich. Ich habe zwar Amphira, aber leider halt jetzt hier nicht dabei. Aber Amphira wird halt von seinem Regenchor noch gepressured, also wirklich sehr gepressured. Den er jetzt hier in dieser Runde tatsächlich nicht mit hat. In der ersten Runde hat er es, glaube ich, aber auch nicht mitgenommen. Die erste Runde ist nämlich abhanden gekommen tatsächlich. Deswegen werdet ihr jetzt nur einen Kampf leider sehen. Denn wir haben genau gegen Ende einen DC bekommen. Er hat aber klar gewonnen. Also ich hätte da schon sehr viele Hex bekommen müssen. Habe ich gesagt, so komm, ja, wir fix jetzt. Sagen, dass ich durch Hex gewonnen hätte und zu claimen, dass ich noch eventuell eine Chance gehabt hätte, wäre jetzt nicht. Also er wäre jetzt nicht nötig, deswegen gebe ich dir für den ersten Kampf den Win, habe ich gesagt, war vollkommen fein damit, weil auch mein Matchup war auch nicht so gut, von daher denke ich auch, dass er das auch safe gewonnen hätte. Also deswegen gucken wir mal, ob es eventuell hier im zweiten Kampf geht. Wenn es im zweiten Kampf geht, dann werden wir auf jeden Fall noch einen dritten Kampf zu sehen bekommen, aber ja, wie gesagt, das ist alles ein bisschen schwierig. Wir haben auf jeden Fall, kommen wir mal zu unserem Monster. Wir haben dabei einen Pachirisu mit cooler Augen, Spotlight, was ich wahrscheinlich sehr oft spielen werde, dem der rechten Hand und ich meine dem Wangrubbler, um ein paar Paras zu kriegen, was jetzt vielleicht in dem Matchup nicht so ganz so gut sein sollte. Dann habe ich noch meinen Sweeper, also ich habe so ein Gedankengut Megalatios genommen, weil das ist das Einzige, was so einigermaßen gut mit ihm handeln könnte. Ja, das einzige Problem ist ein sehr defensives Offensivfesten Irokex, was er eventuell dabei haben könnte, und auch Wickerwort ist relativ schwierig. Da müssen wir mal gucken, wie wir das handhaben. Und ja, also wir sind Full Speed auch, um mit Metagross zu speedtime. Wir sind Full HP, um einen harten Sternhieb auf jeden Fall zu tanken. Mit rechter Hand Support nicht, aber ohne auf jeden Fall. Mit rechter Hand Support würde, glaube ich, auch ein Froher, wäre, glaube ich, ein Froher sogar ein Roll. Dann haben wir noch ein offensives Gigalith, das soll so ein bisschen sein Wickerwolf checken, soll aber auch den Regen ändern, den er, wie gesagt, leider nicht mit hat. Und soll generell ein bisschen Damage dealen, ja. Echinatol ist auch mein Trick Room User, kann dazu noch Spukball, die Bürde tatsächlich, um Metagross zu touchen. Und ja, genau, er leadet hier mit Pikachu, hat Mega Metagross dabei, hat Wickervolt dabei, hat Scrafty dabei. Also alles so Monster, die sehr, sehr gefährlich sind. Wobei das Wickervolt noch einigermaßen zu handeln ist, finde ich. Das Pikachu kann halt nur mit Mogelieb recht nervig sein, und dass ich halt auch kein Wangrubbler einsetzen kann, kann auch ein bisschen nervig sein. Aber sonst muss ich halt gucken, dass ich mit Mega Latios auf jeden Fall zwei Setups rausbekomme. Dann kann ich eventuell hier ganz gut Work machen. Und ja, also muss zusätzlich nur sagen, dass die Scrafty, vielleicht für Scrafty auch den Superzahn hätte mitnehmen können. Theoretisch, also statt Wangrubbler. Aber da habe ich halt gedacht, so ja, Wangrubbler ist besser. Ob das uns jetzt geschadet hat, dass wir keinen Wangrubbler hatten, werdet ihr jetzt in diesem Match sehen. So, drücken wir auf Play. Und da wird es auch schon dunkel, meine Damen und Herren. Und der Kampf beginnt. Hier sehen wir den Sprite von Luca und seinen Mindy. Denn ich liege hier mit Champ und Ben in the USA. Mein Megalatios. Und er leadet hier mit seinem anderen Lager, mit Pikachu, seinem Ryan und seinem Mega Metagross, das Degenerator X. Ich weiß nicht, woher er den Namen hat, aber an sich ganz nice. Ja. Das war auf jeden Fall schon mal ein okayes Matchup, sage ich mal. Das Einzige, was jetzt nervig sein wird, wird tatsächlich der Mogelieb vom Pikachu, den er potenziell auf mich landen kann, weil ich habe hier kein Schutzschild auf keinen der beiden Monster drauf. Das heißt, er wird so oder so auf jeden Fall irgendwo Mogelieb rauskriegen können. Deswegen habe ich erstmal mit Pachirisu Follow Me gemacht und versucht, mit Megalatios schon mal zu setupen. Ja. Ich hätte hier tatsächlich auch auf Kaufweg gehen können, um den Mogelieb bzw. um den
um die Krallenwucht abzuschwächen, dadurch, dass er dann Mumie bekommt, dann würden wir nämlich einen zweiten auf jeden Fall tanken. So haben wir das nämlich gecreept und ja, aber ich bin hier trotzdem erstmal auf den Karkormind gegangen, in der Hoffnung, dass er vielleicht das Megalatios fake-outet und nicht das Pachirisolo. Leider hat er es halt eben andersrum gemacht. Dadurch kriegen wir halt auf jeden Fall sehr viel Schaden auf Megalatios, was ein bisschen problematisch ist, weil dadurch sind wir halt gezwungen, nur mal Spotlight zu drücken und zu roosten und das weiß er auch und deswegen nutzt er das auch sehr gut aus und geht in sein Irokex, was auf jeden Fall im Anschluss nochmal ein Mogelieb rausnehmen kann. Und was dann wiederum mein Megalatios sehr hart pressured. Ja, man möge meinen, ich hätte jetzt dazugelernt und ich würde jetzt in Echnatur gehen, weil ich jetzt den Fake-Out predicted. Doch das tue ich tatsächlich nicht. Er protected aber hier, was ganz okay ist oder was ganz cool ist. Und ja, deswegen gehe ich auf den Spotlight. Er tatsächlich hat kein Mogelieb dabei. Habe ich damit die ganze Zeit gerechnet, aber er hat das nicht getan und fand ich dann ganz interessant. War auf jeden Fall eine ganz gute Runde dafür für mich, ne? Konnte ich mich halt dadurch noch ein bisschen weiter heilen. Und er konnte hier ganz safe auf den Abschlag gehen. Was nicht so geil, ne, wobei er hat es ja reingeswitcht. Stimmt, jetzt kommt der Mogelieb, jetzt kommt die Stelle, an der Mogelieb kommt. Er hat hier halt protected, um zu scouten, was ich hier so mache. Und ja, deswegen, ich gehe hier auf den Spukball. Ich hoffe, dass ich auch plus 1 dieses Metagross one-shotten kann. Doch wir sehen hier, es ist ein sehr, sehr defensives Metagross. Wahrscheinlich, also was heißt hier sehr defensiv? Also es ist, dadurch, dass ich halt kein Spezialangriffsinvestment habe, um diese Sternlinie zu tun, habe ich eben auch leider nicht genug Spezialangriff, um dieses Mega-Metagross rauszunehmen. Ja, das ist halt so das Problem gewesen. Deswegen muss ich hier drauf weitergehen, ein bisschen Spotlight arbeiten, ein bisschen hoffen, dass ich hier in Ruhe Ruheort drücken kann und dann im Anschluss eventuell das Metagross mit einem Spukball revengen kann, sodass ich vielleicht mit Gigalith und mit Kofek noch hier so ein, zwei Tricks ausfahren kann. Hier sieht es dann Sternhieb, misst leider Gottes den Sternhieb. Das hätte ihm auf jeden Fall relativ viel gebracht, weil dadurch wäre mein Pachirisolo fast tot. So ist es halt noch relativ healthy und ja. Genau, ich gehe jetzt hier nochmal so auf den Ball. Ich dachte mir so, okay, jetzt können wir das Metagross rausnehmen wenigstens. Das heißt, einen physisch offensiven Pressure hätte man schon mal weg. Aber er geht hier tatsächlich auf den Ally-Switch, was mich ein bisschen überrascht hat. Dadurch geht halt leider der Spukball in das AV-Scrafty und wir sehen, das macht auch gar keinen Schaden. Aber kriegen dadurch halt zum Glück den Spedef-Drop. Was heißt, dass wenn wir nächste Runde die rechte Hand einsetzen und einen Drachenpuls drauf einsetzen, haben wir die Chance, dieses Scrafty rauszunehmen. Es ist keine große Chance, es ist eine relativ geringe Chance, aber wir haben auf jeden Fall die Chance. Genau. Hier macht er nochmal ein bisschen Chip mit Abschlag auf meinen Megalatios. War vollkommen fein, I guess. Und ja, genau, wir versuchen hier dieses Scrafty rauszunehmen, weil Scrafty ist hier irgendwie das Kernproblem gewesen. Generell hätte ich vielleicht so den einen oder anderen Knock-Off-User mitnehmen können, also ich hätte generell so ein Slazel mit den können, mit Mogelieb, mit Abschlag, mit Z-Feuer und Lambo. Dann wäre vielleicht, hätte das vielleicht ein bisschen mehr Work gemacht. So aber kriegen wir leider nicht mal das Crafty Revenge nach dem Drop. Was ja schon auch schon frech genug war, dass ich da überhaupt einen Drop bekommen habe. Und ja, genau, die Roller auch noch zu bekommen, wäre noch frecher gewesen. Von daher war das vollkommen fein. Dadurch ist halt, wie gesagt, mein Megalatios tot leider. Und wir sind hier so ein bisschen, haben so ein bisschen ein Problem und ich habe hier leider auch Missplay gemacht, einen riesigen, gewaltigen, großen Missplay. Ich hätte vielleicht noch eine Chance gehabt, wäre ich in Echnatol gegangen und hätte das Kofek, das Dings Revenge, das Megatross. Mein Pachirisolo ist ja offensichtlicherweise schneller als die Scrafty, das heißt, da wäre auf jeden Fall Abschlag auch kein Problem gewesen, weil wir hätten die Mentalkraut drauf, in dem Fall, dass er halt eher Front spielt. Und ich hätte auf jeden Fall mit Echnatol das überlebt und hätte die Bürde gedrückt. Und dann wäre es halt Pikachu und Vikavolt gegen Pachirisolo, Gigalith und eventuell noch Echnatol gewesen. So aber ist es nur noch Echnatol. Ist nur noch Echnatol da. Und Echnatol kommt nicht gegen Vikavolt, Pikachu. Ja, wobei gegen Pikachu geht sogar. Aber kommt nicht gegen Vikavolt an, wenn es Discharge hat. Vielleicht, wobei vielleicht sogar noch geht. Und vor allem kommt es halt, es kommt schon gegen Mega Metagross an. Das muss man schon sagen. Aber ich bin halt langsamer und ich kriege auch verdammt viel Damage. Ja, also das Gigalith, das hätten wir auch hier wegmachen müssen, sorry. Das Gigalith ist, und das Crafty natürlich auch, das
Ja, das Gigalith habe ich halt einfach reingeworfen. Es wurde halt gekillt, es war halt ein massiver Missplay, muss man sagen. Ja, ich habe hier sehr viele Missplays gemacht. Auch im ersten Kampf habe ich auch ein Missplay gemacht. Ich habe in beiden überhaupt ein Missplay gemacht, dass ich diese Lesson nicht mitgenommen habe. Das war auch auf jeden Fall ein sehr gewaltiges Problem. Generell, das Slazer-Set war nicht ganz auf LV Scraft die angestimmt, ne? Und da gab es halt sehr viele Sachen, wo man sagen kann, dass am Ende des Tages andere Sachen hätten gespielt werden müssen. Trotz ist es schlechtes Matchup, muss man dazu sagen. Ja? Aber man muss auch zusätzlich sagen, dass man natürlich daraus lernen kann, ne? Und ja. Deswegen missplay ich hier auch Stück für Stück immer wieder und wieder. Ich bin hier auf die Kulaugen gegangen, würde auf Pikachu, hätte nicht sein müssen. Ich hätte eigentlich das Metagross umdenken. Damit ich da wenigstens noch einen Kill habe. So aber kann er mit Sternlieb meinen Echnaton rauskriegen. Dank dem Sandsturm auch noch, den ich selbst aufgesetzt habe. Und jetzt ist halt nur noch Pachirisu gegen den Rest der Welt und ich kann hier eigentlich gar nichts mehr machen, vor allem nicht. Weil ich nur noch Wangruppel habe und dieses Pikachu hat Voltabsorber und alles sehr, sehr schwierig. Und damit hat er auch, ist es auch kein Geheimnis, dass er auf jeden Fall das zweite Match auch hier gewonnen hat. Also, wie gesagt, das Matchup war das Schlimmste von allen Kämpfen, die ich bisher habe. Und zusätzlich war es halt so ein bisschen der erste Kampf. Also ich musste mit dem Team vor allem mich erstmal so ein bisschen reinfühlen, weil es ist halt kein Autopilot-Team. Es ist nicht so einfach zu steuern, finde ich. Es ist schon relativ schwierig. Und ich habe auch nicht so den krassen Damage-Output. Ich muss mit Superzahn so ein bisschen rumhantieren, damit ich da auf jeden Fall auch gut was reißen kann. Also Damage ist zwar schon da, klar, aber ich kann den halt nicht immer mitnehmen. Wie zum Beispiel hier konnte ich halt Buzzwool einfach gar nicht mitnehmen. Also das wäre schon so ein großes Problem gewesen. Vor allem gegen den Rain-Kader, muss man dazu sagen. Wobei auch man gleichzeitig natürlich sagen kann, dass eine Trick-Room-Variante nicht schlecht gewesen wäre. Aber das Wicker-Volt wäre ja noch da und ja. Da müsste man gucken, dass man mit Galanterie Echnatol den halt hinkriegt. Zu One-Shotten dann und da muss man die Stone jetzt auch noch treffen. Und ich kann ja keinen Sieg spielen, weil ich das ja auch so lesen bräuchte. Und ja, alles ein bisschen schwierig. Und ja, genau, damit gewinnt er auf jeden Fall das Match hier an der Stelle. Und ja, genau. Gewinnt er 2-0. Also den ersten Kampf hat er halt auch gewonnen. Ne? Und ja, genau. Nochmal den Kampf kurz geschlossen, damit der Ton da nicht spielt. Ja, was haben wir daraus gelernt? Also, erstmal haben wir gelernt, das Pachirisu wegzumachen. Aber was haben wir noch dazu gelernt? Also auf jeden Fall ein bisschen genauer vielleicht auf so Sachen wie AV achten. Abschlag ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Move, den man hier natürlich fahren kann in diesem VGC, weil vor allem auch 50% Bären sind da. AVs, wie wir gesehen haben, AV Intimidate User, Bulky Ones, so. Scrafty ist halt so ähnlich wie Fuegro. Und Fuegro ist ja so ein Top-Tier-Mon im VGC, ja. Und ja, Scrafty ist halt so ähnlich, ne. Er hat eine Vierfach-Feen-Schwäche natürlich. Hat kein Fire-Step so. Aber dafür hat es halt auch Intimidate. Und es ist auch ein sehr, sehr bulkiger Dark-Type. Das heißt, so im Umkehrschluss ist er so ähnlich wie Scrafty. Und ist er so ähnlich wie Incineroar. Das kann man fast sagen, Low-Tier-Incineroar. Outclassed ist natürlich. Und da hätte man auf jeden Fall, wie gesagt, Knockoff auf jeden Fall irgendwo spielen können. Oder halt Superzahn statt Kulaugen. Das wäre natürlich auch eine Variante gewesen, die man hätte spielen können. Ebenso halt, wie gesagt, die Samphiras hätte ich spielen können. Vielleicht wäre auch ein Trick Room Buzz wohl noch möglich gewesen, aber eigentlich auch nicht. Also es ist so, Geht so. Also, ja. Aber ja, wie gesagt, wir haben aus dem Kampf, würde ich mal sagen, viel rausgezogen, viel von meinem Team gelernt. Und wir haben das schwierigste Matchup auf jeden Fall schon mal hinter uns. Und das ist auch auf jeden Fall schon mal was sehr, sehr Gutes. Deswegen würde ich hier auch an der Stelle sagen, nochmal GG an den guten Ripper, war ein cooler Kampf. Wenn auch das Video jetzt ein bisschen kurz, weil der erste halt ein DC war, leider Gottes. Und ja, genau. Deswegen sehen wir uns nächste Woche im zweiten Spieltag. Vielleicht können wir ja den gewinnen. Schauen wir mal. Da geht's ran gegen Tobi. Da sehe ich auf jeden Fall mein Matchup ein bisschen besser. Wird es wahrscheinlich nur ein bisschen nervig mit sowas wie Rotom, das könnte ein bisschen problematisch sein. Und generell seine Damage-Dealer sind halt sehr, 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 sehr brutal im Sinne von Mario, Gengar, sind halt alles so starke Kaliber, da muss man echt aufpassen. Ja gut, und wie wir uns geschlagen haben, werden wir dann auf jeden Fall nächste Woche sehen. Deswegen sage ich jetzt auf jeden Fall an der Stelle, habt noch einen schönen Nachmittag, Abend, Tag und natürlich ein nices Live, macht's gut.